grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, grüß Gott, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, stehen, liegen, rumklettern oder sonst was auch immer gerade jetzt tun oder nicht tun und hier eingeschaltet haben wieder bei unserem Ibiza Kurier YouTube-Kanal bei einer neuen Episode von Ibiza Ungeschnitten. Ibiza Kurier, für die, die es noch nicht wissen, die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera, gibt es seit 2013 und wir berichten über lokales Geschehen von der Insel in einer monatlichen Erscheinung und haben, um Ihnen die Zeit, die Wartezeit bis zur nächsten Ausgabe etwas zu versüßen und zu verkürzen, eben hier auf YouTube den Kanal ins Leben gerufen in der Corona-Zeit und mit Ibiza Ungeschnitten wollen wir Ihnen einfach auch mal ein bisschen was von der Straße zeigen, vom Strand, vom Hafen, oder auch von dem einen oder anderen Deutschen, der auf Ibiza lebt, oder Österreicher oder Schweizer oder anderen Auslandsresidenten, die auf der Insel leben, wie die denn eigentlich hier wohnen auf Ibiza und wie man hier als normaler Mensch eigentlich lebt und was man hier so tut. Und ich stehe hier nicht vor dem Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel, auch wenn es so ein bisschen den Anschein erweckt. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen. Was es mit diesem Häuschen auf sich hat, das werden wir gleich rausfinden. Ich bin nämlich hier verabredet mit der Christa. Und die Christa lebt auch schon viele Jahre auf Ibiza, lebt hier auf dem Campo zwischen, grob gesagt, zwischen Santa Eulalia und San Carlos. Und wie es sie nach Ibiza verschlagen hat, wird sie uns natürlich auch gleich persönlich erzählen. Ich wollte nur mal einen kleinen Blick durch ihren Garten werfen, weil da habe ich schon so ein paar richtig schöne kleine Details entdeckt, die dem Auge schmeicheln und auch eine Geräuschkulisse. Also es zwitschert, es kräht, es miaut, ein Hund war auch schon da. Und das ist so das typisch Ibiza. Also wer hier die Möglichkeit hat, auf dem Land zu leben, ist meistens umgeben auch von einer Menge Tiere und einer Menge Pflanzen. Und sie kennt sich auch ganz gut aus mit Pflanzen. Da habe ich auch zwei, drei Fragen, die wir ihr gleich stellen werden. Und jetzt werden wir aber erstmal gucken, wo sie ist. Gehen wir mal gucken. Ich gehe vor, sie kommt mit. Ja, wir haben jetzt Februar. In der Regel eigentlich sehr warmes Wetter jetzt schon und sonnig. Heute ist mal wieder so ein bedeckter Tag und es tröpfelt ein kleines bisschen. Aber nicht, nicht besonders wild. Gehen wir mal hier mal lang. Achtung, Gartenschlauch. Finde ich auch super gelöst. Weil die Pflanzen brauchen natürlich auch Wasser. Das ist klar, Ibiza ist gerade im Hochsommer natürlich auch eine trockene Insel. Hier ist jetzt noch einiges. Die Rosen hier sind noch im Winterschlaf. Aber hier sehe ich schon die Zitrusfrüchte. Da ist jetzt natürlich die Saison. Und ich gehe mir, glaube ich, auch da eine mal stibitzen. Sie bleiben da. Das ist viel zu gefährlich. Ich mache das. Ich bin sofort zurück. Ich suche mir hier eine aus. Hat sich der Tag schon gelohnt bei so einer fetten Beute. Das ist jetzt also eine Mandarine. Hier blüht es auch gelb. Also die Farben kommen auch bei so einem Wetter sehr gut zum Tragen und zum Leuchten. Oh, es ist toll. Und ich glaube, wir müssen noch eine Ecke weiterlaufen, um zur Christa zu gelangen. Das ist übrigens Papyrus. Findet man auf Ibiza auch sehr häufig. Papyrus, wie der Name schon sagt, Papier, daraus haben die Römer ihre Schriftrollen gefertigt. Und daraus wurde dann Papier gefertigt, ist auf Ibiza recht häufig zu finden. Wohl auch eben, weil die Römer das in der Zeit, als die hier das Sagen hatten, das auf Ibiza eingeführt haben, diese Technik. Ne? Das war ja damals eine Innovation. So, geht's weiter. Ah, wow. Und noch mehr Blumen und noch mehr Pflanzen und noch mehr Farben. Ich will hier mal kurz. Da merkt man auch, wenn man das mal abschält von außen, dass innen manchmal gar nicht so viel übrig bleibt. Na, wir haben es gleich. Aber wenn Sie das riechen könnten, diesen Duft,
Dann schmeiße ich mal deinen Kübel. Da muss ich natürlich jetzt noch die große Geschmacksprobe machen. Aber die geklauten schmecken immer gut, egal wie sauer. Schnell weiter. Boah, die ist arg bitter noch. War wohl doch noch eine Ecke zu früh. Aber macht nichts. Ja, hier wohnt die Christa. Das ist ihre Terrasse. Sieht ein bisschen aus wie bei Pippi Langstrumpf. Vielleicht ist sie auch ein Pippi Langstrumpf. Ich klingel mal. Richtig stilecht. Ding Dong! Hey! Hallo, guten Morgen! Hallo! Guten Mittag! Hallo Christa! Es ist saukalt. Ja, hast du mir auch noch einen Mantel? Ja, ja, geht's? Ja. Nein, ist ja in Ordnung. Bei mir ist Hallo, wer bist du denn? Bei mir ist Heizung kaputt. Wer ist denn das? Das ist der Jimmy. Hallo Jimmy, mag der Mandarine? Nein, mag er nicht. Ein Findling aus Kantock. Ja? Nee, ist ja. Oh, nee. Ich habe mir erlaubt, eine Mandarine aus deinem. Aber ich weiß nicht, ob die schon schmecken. Nein. Na, okay. Darf ich dir deine Kübel schmeißen? Ja, da habe ich so ein Kübelchen. Ja, ja. Du, ich habe überhaupt gesehen, du hast ja total viel Pflanzen und Blüten und kannst du mir bestimmt auch zu der einen oder anderen was erzählen. Dürfen wir da mal ja, ein bisschen gucken? Ja, gerne. Komm, Schmidt, zeigst du uns mal was. Hier entsorge. Ah. Ja, wunderbar. Ja, die werden erst bis im April reif. Ach, so lange ja, noch? Ja, das oh, sind ganz eigenartige Sorte. Okay. Warum weiß ich nicht. Okay, komm mal rum, ich habe nämlich hier eine spezielle Frage. Ja. Jimmy kann auch mitkommen. Ja, ja klar, Jimmy. Mit. Jimmy, komm. Geh mal mit. Die Pflanze, die mich hier jetzt am allermeisten gerade, also die mir am meisten ins Auge gestochen ist. Gestochen, danke. Ist die hier mit diesem Kronen, mit diesen fantastischen. Das ist meine Lieblingspflanze. Das ist ja ein Wunderwerk der Natur und unheimlich schön und diese Farbe und auch überhaupt diese ganze also Pracht. Was hat es mit dieser Pflanze auf sich? Wie heißt die und das ist, weißt du was? Das ist auf Deutsch heißt es die Goethe-Pflanze und ist ein Gewächs, Kalanchoe-Gewächs, also eigentlich ein Gewächs, das sind ja Kalanchoes, ne? Und okay. Da kommt es her. Und die sind einfach, die wachsen einfach. Und ich wusste ja auch nichts mit ihr. Bis meine Kundin oder Bekannte kam und sagte, oh, bei dir wächst ja die Goethe-Pflanze. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das? Ja, weißt du nicht. Und dann war da bewandert, hat mich aufgeklärt. Dann habe ich mich schlau gemacht natürlich, wie überall, Google und überall. Und habe dann eben festgestellt, dass das speziell in Südamerikanischen ist. In Südamerika ist es die Heilpflanze Nummer 1. Wir hier haben immer gedacht, na Aloe Vera. Ich bin ja auch Aloe Vera Spezialistin, Fan überhaupt. Ja, und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und durchs Ausprobieren. Und warum heißt die Goethe-Pflanze? Das hat gleich Goethe. Goethe in Deutschland hat die Pflanze so benannt. Er hat also hat die als Heilpflanze erkannt. Aber die gibt es ja in Deutschland. Hat er auch was darüber verfasst? Gibt es Texte? Ja, habe ich in Google gefunden. Und die wächst ja in Deutschland nicht. Die ist ja mediterran. Aber wie gesagt, wenn Leute bei mir sind und die brauchen dann, oder denen gebe ich dann Pflänzchen mit. Ja, die wuchern die eigentlich ganz schön, wuchern, gell? Weil ich sehe schon hier unter der Terrasse haben die sich Unkraut. Unter der Terrasse durchgehen. Darf ich da mal eine abpflücken? Ja, die geht ganz leicht raus. Und die setzen es dann in Töpfe ein. Und also man sieht es ja, das Wurzelwerk lässt sich auch ganz einfach mit leicht rausnehmen. Das ist und so wie sie ist, kann ich die dann einfach wieder in den Topf und dann immer schön waschen. Und die im Sommer über können die Leute die draußen dann haben und im Winter ja gut rein. In Deutschland? In Deutschland. Also in Deutschland könnten sie die auch haben, aber im Winter auf jeden Fall reinstellen. Genau, und in Deutschland gibt es die nirgends zu kaufen in den Gewächshäusern, weil
das eine Billigpflanze ist. Die kostet ja nichts. Die wuchert ja. Umsonst? Umsonst. Aber die ist so wunderschön. Ich meine, schau dir nur mal das hier an. Das ist ja eine. Wenn die blühen, das in ist einer Perfektion und in einer absoluten Schönheit. Ich habe die oft gesehen auf Ibiza, auch wild an vielen Stellen. Überall. Und habe mich immer gefragt, was ist denn das eigentlich? Das ist die Goethe-Pflanze. Und du sagtest, die verbreitet sich so. Von nix. Von überall. Nix. Ja, weil die kriegt jetzt dann im Frühling, wenn die Blüten jetzt weg sind, die schneide ich dann ab, dann kommen hier überall so kleine Bällchen, Punkte, und das sind schon wieder die Samen. Und jetzt an jedem Platz diese Pünktchen, dann sieht man jetzt nicht, weil jetzt sind sie nicht. Das sind dann schon wieder die Samen und die wuchern ohne Ende. Das heißt, du machst die Samen vorher ab? Nein, damit du sie nicht überall hast? Die fliegen von allein weg. Ja, okay. Mir ist das egal, die können ja hier ruhig wuchern. Okay, also wenn jemand die gerne hätte, könnte er sich bei dir auch melden, dann schickst du mal einen Umschlag mit ein paar Samen nach Deutschland. Ja, aber wie gesagt, darf man das überhaupt? Ich glaube, Pflanzen ausführen ist wieder so ein extra Sonderthema. Aber wir machen es einfach. Ja, also genau. Wie gesagt, ich hatte einmal auch einen Fall, ich gebe es immer jemand mit. Da waren eigentlich junge Eltern und die kommen und die machen und die tun. Ach, Christa, weißt du nichts gegen die Kleine, die war 3 Jahre alt. Schau mal dir ihre Fußsohle an, diese ganz kleinen Warzen, das gibt es ja manchmal, ne? Gerade auch bei Kindern und an der Fußsohle, und das tut auch weh. Ja, was? Also, probier doch mal die Goethe-Pflanze. Und dann habe ich denen gegeben, mitgegeben, nach Hause, Ding, alles, und gezeigt, wie es geht. Also die Pflanze am Stück, so wie sie ist, nicht verarbeitet in Creme? Nein, so wie sie ist. Und habe es ihnen gezeigt, und die haben das auch tatsächlich immer so gemacht. Ist ein bisschen wuzelige Arbeit hier. Und, ne? Dann, und ohne Fingernägel bei mir sowieso, aber mit einem Messerchen bisschen so die Haut weg. Ja. Dann kommt diese Flüssigkeit raus. Und also man muss an den Saft rankommen irgendwie. An den Saft rankommen, genau, und auf die betroffenen Hautstellen. Und das ist für äußerlich? Das ist äußerlich. Also rund um Thema Haut. Kannst du die empfehlen? Alles. Mückenstiche, Insekten, Allergien. Ein junger Mann, der hat mal seit der Dermatitis weggebracht, also Schuppenflechte. Ach was. Der war begeistert ohne Ende. Damit hat sie nie mehr wieder gekriegt. Neurodermitis meinst du? Neurodermitis. Okay. Und, wie gesagt, und auch diese Jugendliche, die so ein bisschen Akne, Hautunreinheiten. Alles. Viele haben ja Stresspickel alles, jetzt auch. Alles. Also für die äußerliche Anwendung rund um Thema Haut. Alles da. Und innerlich gibt er auch? Und innerlich nehme ich sie, wie man früher einen Schnittlauch oder Petersilie holt, dann nehme ich sie, dann wird die geschnitzelt oder nicht, in Eintöpfe, in Salate. Kartoffelsalat schmeckt gut. Kannst ja essen. Ein bisschen Geschmack. Na, die ist jetzt schmutzig, dann muss jetzt immer anders Blatt das sauber. Ich habe es bisher ja geschafft, mich kriegt nichts mehr kaputt. Blütchen. Aber wenn du mir natürlich ein frischeres Blättchen anbieten möchtest. Ja, das ist schöner. Das ein ist schöneres. Auch immer sauber, ja. Und alles. Und das hat einen guten Geschmack. Das ist so ein bisschen. Vielleicht hoffentlich besser als die Mandarine. Ja. Ja? In Quark, in Käse. Ja. Völlig in Ordnung. Schmeckt ein bisschen nach Kresse. Ja, genau. Ja, so. Also mit Geschmack. Ja, genau, könnte mir das gut vorstellen im Salat oder Eintopf mitkochen, alles, da könnte ich falsch machen. Hat so eine leichte, weißt du, wenn auf der Zunge so ein bisschen so einen pelzigen Effekt hat? Ja. Aber geschmacklich? Aber das ist nur am Anfang, wenn du das gewohnt bist, nicht. Aber die Haut auch dann? Oder? Alles. Nichts falsch. Entschuldigung. Ja. Ich bin beeindruckt. Also wirklich alles, was Hautprobleme sind, alles, was. Und jetzt muss ich dich aber mal kurz fragen, weil du dich ja auch scheinbar ganz gut auskennst mit diesen mit Gesundheit. Mit Gesundheit. Woher kommst du dich denn? Woher kommst du denn beruflich? Also nee, erstmal, wo kommst du denn her? Aus München. Aus München? Ja. Und wann hat es dich nach Ibiza verschlagen, das erste Mal? 1980. 1980. Und warum? Oder wie kam's? Kurze oder lange Geschichte. Damals hat es Neckermann möglich gemacht, wie das der Spruch war. Okay. Ich hatte einen Freund, Liebhaber hier, der hat ein Restaurant aufgemacht und den wollte ich überraschen. Auch ein Münchner Freund? Ja, ein Italiener. Okay. Ja.
Pizzeria war damals große Mode. Und der hat dich eingeladen, hierher? Nein, der ist einfach mehr oder weniger verschwunden und ich wollte ihn überraschen und schauen, was da überhaupt los ist und läuft. Und habe ihn in Flagrante erwischt und dann hat sich das erledigt. Das war jetzt aber eine kurze Geschichte. Und die Kurzversion später, von einer langen Geschichte. Ja, später hat mich der Direktor vom Hotel, wo ich untergebracht war, geheiratet. Ah, das ist ja praktisch. Dann musstest du gar kein Hotel mehr buchen, wenn du hierher kommen bist. Ja, und dann okay, bin dann ich wurdest hier du, umgezogen. Und dann wurdest du zur Hotelbesitzerin oder zum ja, oder hast du dich nicht so? Direktorsgattin. Direktorengattin. Ja. Aber was ist denn dein eigentlicher Beruf gewesen oder ist oder in war? In Deutschland. Ja, gelernt habe ich kaufmännische Ausbildung. Mhm. Gründliche Buchhalterin, Sekretärin. Und hast dich aber, glaube ich, noch weitergebildet oder selbst studiert, eigenständig? Ganz viele Sachen. Also auch auf der Insel musste sowieso erfinderisch sein, nach der Scheidung zum Überleben mit zwei Kindern. Oh ja. War manchmal nicht einfach, aber interessant. Schön. Wie alt waren die Kinder, als ihr euch dann wieder scheiden habt? Also meine Kinder, die waren ja von Deutschland, habe ich die ja mitgebracht. Ach, aus erster? Mhm. Yeah. Ach, ja, okay. Ja, und dann hat aber die hast du mitgebracht. Ja. Also du hast den Hoteldirektor geheiratet, ja, aber der hat der mit den Kindern. Anhang, ja. Mit Anhang, ja. So, ja. Naja, und da gab es dann, also mein Sohn zum Beispiel, ist auch eine lustige Geschichte, manchmal fällt es mir nicht. Der war der erste Schüler der deutschen Schule auf Ibiza. Die deutsche Schule, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die es nicht mehr gibt und die hatten die Schule gebaut und er wurde unterrichtet, damals noch von den beiden Lehrkräften, Direktoren in der privaten Finca, war drüben in San Agustin. In den 80ern oder wann war das? 80, ja. Endet ja. Mitte, Ende 80er? 81 ging er dann hier in die erste Klasse, ja. Okay. War anstrengend. Die sind ja jetzt erwachsen. Ja, sind die noch auf Ibiza? Oder nicht mehr jetzt. Nee, ja, aber es ist schwierig wieder, dann, also schwierig, sich beruflich vom schulmäßig und so weiter okay. Und so fort. Ja, ja. Und du, aber um nochmal auf das Thema Gesundheit zurückzukommen. Ja, und da kam ich, 1993 hat sich mein Leben geändert. Da ging ich dann, alte Leben abgeschlossen und ging in die Heilung und fing an mit Reiki, also Reiki-Ausbildung. Der Klassiker. Erst fangen wir alle mal mit an. Also in den 80er war das halt. Ja, war ja das. Alles. Habe dann auch lange das gemacht, bin auch jetzt Meisterin schon lange. Und über diese Reiki-Geschichte und Behandlungen kam ich dann dahinter, dass mein Talent die Hände sind und massieren. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Okay. Über 3 Jahre. Immer mit wieder. Massagen und Therapien und. Massagetherapie. Und auch Aromatherapie. Alles. Klang. Ja. Klangschall oder nicht. Das ist jetzt nicht aber so klassisch. Bei mir ist Fühlen, Hände, Arbeiten und hatte dann das große Glück, muss ich sagen, also bin ich heute noch dankbar, dass ich 17 Jahre im Club Kalapada arbeiten durfte. Als Masseurin. Als Masseurin. Da kennen dich bestimmt viele dann noch, weil im Club Kalapada sind viele, auch unsere Zuschauer, immer bekannt im Urlaub. Bekannt wie ein bunter Hund bin ich 17 eigentlich. Jahre warst du im Club Kalapada. Ja, ja. Ja klar, dann da ist Sport, da ist Familie, da ist viel, ja, viel gefordert und es hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Im Freien arbeiten. Im Freien arbeiten auf Ibiza, ja. Was wünscht mit man sich mehr? Blick aufs Meer. Mit Blick aufs Meer und Menschen, die danach dich Menschen, am liebsten Menschen, die knutschen fröhlich, würden, freudig vor Dankbarkeit. Sind, die gute Laune haben, da ist im Urlaub ist keiner mit schlechter Laune, die kommen alle. Und ich glaube, also da bin ich dankbar. Jetzt fängt es an immer zu tröpfeln. Ja. Ich wollte noch was anderes fragen. Du hast ja also viel Kenntnis über so klassische Heilpflanzen jetzt, also so einfach so, aber es gibt ja auch Mittel heutzutage, die helfen, wie jetzt zum Beispiel das Stichwort DMSO. Da hast du ja auch. Ja, da habe ich Erfahrungen gemacht. Ja, 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 und ich wollte es ganz kurz ansprechen, weil das sicherlich eine eigene Sendung für sich wäre. Ja, ja. Aber du hast auch Menschen damit behandelt oder auch dich selbst? Also DMSO kam ich über eine Freundin, die hat mir ein Buch geschenkt, dann habe ich das gelesen und ich hatte vor 5 Jahren, sage ich mal, ziemlich starke Probleme mit Hüftarthrose. Und da sucht man natürlich selber mit seinen anderen Sachen Hüfte ist immer blöd, noch. Weil wenn du nicht mehr richtig laufen, das beeinträchtigt. Und dann probiert man natürlich alles und dann habe ich einfach dieses Mittel ausprobiert, das Buch gelesen, mich schlau gemacht und
dann auch gleich angewendet. Natürlich immer erst alles bei mir, weil bevor. Und habe einfach gemerkt, das tut gut. Das ist wie eine Welle. Wow. Und wie geht es deiner Hüfte jetzt? Gut. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Ich gehe überhaupt nicht zum Arzt. Das war eine Fangfrage. Das haben wir schon fast gedacht. Und ich mache natürlich noch viele andere Dinge mehr, aber das dazu. Und dann muss ich sagen, hat es mich einfach auch fasziniert, gerade mit unseren letzten 2 Jahren, denn ich trinke das ja auch jeden Tag. Ja, aufgelöst in Wasser, ne? Tötet Bakterien und Viren. Für was steht denn das DMSO nochmal? Ich habe es mir nicht merken können, ich habe es mir aufgeschrieben. Ist, ja. Die ist ein schwieriges Wort. Wir schreiben es unter das Video und schicken auch ein Dimethylsilsulfat, aber es ist schwierig. Und wir packen es unter das Video auch einen Link zu dem Buch. Ja, genau, von dieser Evelyn. Ja. Genau, von der Autorin. Weil, und dann halt immer ausprobieren mit meinen Leuten. Ich könnte euch das empfehlen, ich verkaufe weder, ich vertreibe, und das kann man auch in der Arbeit nicht verwenden, denn das muss ja auf die saubere Haut aufgetragen werden. Ach, das werden. Ist äußerlich und äußerlich innerlich? Und innerlich, ja. Okay. Auch auftragen, auf die Haut einwirken lassen und aber auch auf alle Stellen, egal, das passt auch wieder zur ganzen Hautproblematik, ob Warzen, ob Pickel, ob Ausschläge, ob Verbrennungen. Ich nehme es natürlich auch Tiere für einen Hund. Aber es ist auch rein natürlich. Alles absolut, ja. 100% okay. Natur. Ja. Okay. Also es gibt viele Dinge. Wenn jetzt jemand das sieht und sagt, oh, ich habe auch so eine Hüftthematik, oder kann sich jemand bei dir auch mal melden? Wenn kann sich mal melden, kann ich erste Informationen geben, aber im Grunde, also gerade da muss sich jeder selber schlau machen. Das ist klar, aber ich meine generell, wenn jemand auf Ibiza ist und sagt, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Infos zu meiner Thematik und wie sich informieren. Dürfen kommen. Da kannst bin du dann gern außen bereit für Gespräche oder du bist jetzt aber pensioniert, also du bist ich jetzt. Ich bin offiziell pensioniert, ja. Und wenn du jetzt nicht gerade im Garten zu tun hast, hast du noch andere Hobbys oder auf Ibiza oder was du gern unternimmst? Ja, bin Hobbymalerin, bin ich eigentlich auch schon ganz bekannt. Bin auch immer noch dabei, jetzt in Ibiza Art Guild. Früher waren wir im Art Club, eine der ersten. Okay. Da war ich immer ganz fleißig und auch dabei. Okay. Ja. Und wenn du jetzt einen Tag frei hast? Was ich früher viel gemacht habe, und da war ich wirklich Expertin, muss ich sagen, das geht jetzt mit meiner angeschlagenen Hüfte noch nicht, vielleicht auch nicht mehr. Ich war Wandervogel Nummer 1. Ich habe die Insel alle 32 Wege bewandert gegangen. Oh. Und das alleine und ohne Handy und ohne und die Wege. Und da war ich. Oh, gut. Oh, das wäre schön. Weil bin dann auch viel, ein paar Jahre bin ich viel, ich sage immer meine Leute, meine Kunden, ja du und dürfen und können. Wir sagen, ja, ich nehme euch mal mit, wenn ihr im Frühjahr da seid. Und habe mit denen wirklich tolle Touren auch immer gemacht, wo die heute noch schwärmen. Dann sag Bescheid. Also wenn ich heute... Würde ich auch gerne mit dem Ibiza-Kurier mal eine mit dir organisieren. Wenn ich heute die Berge da noch gucke oder wenn ich fahre, ich war überall oben, ich kenne jeden Berg. Ein Leben ohne Träume ist wie ein Garten ohne Blumen, sehe ich da gerade hin. Ja. Also das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die Insel zu durchwandern, und ich habe es eigentlich meistens alleine gemacht. Und das war ein bisschen oben. Hast du es irgendwann mal bereut, hierher zu kommen? Nee. Oder würdest du es immer wieder machen? Okay, volles Leben. Und gibt es irgendwas, was du vermisst aus Deutschland, aus München, wo du denkst, ach, das hätte... Gar nichts. Nein. Nix. Einmal hat ein Afrikaner, den habe ich mal irgendwo kennengelernt, gesagt, München, du, diese Stadt und Marienplatz und das Glockenspiel. Sag ich, ja, ich habe es ja gehört, aber das vermisse ich nicht. Das ist natürlich gar nichts. Doch, du hast wirklich echt schön hier. Hier hast du ja auch einen Traumfänger. Ne? Das, ja. Ach mei, das kriege ich geschenkt. Aber das Bild dahinter an der Wand, das ist von dir? Auch alles von mir. Okay. Ja, gut, liebe Christa. Ja, du ein reiches Leben, ein dickes Buch und alles toll, alles schön. Im Endeffekt ist alles gut. Ich würde vorschlagen, wir kommen nochmal zurück, wenn die Mandarinen besser schmecken. Genau, gerne. Und wenn es ein bisschen weniger tröpfelt. Ich habe im letzten Jahr noch ganz viele Gläser Orangenmarmelade. Kann ich dir eins mitgeben von diesen.
Ich esse ja so wenig. Ja, ich bin ja auch, mir reicht so ein Glas auch recht lange dann. Aber ich nehme gerne selber gemachte Marmelade, ja, da sage ich nicht nein. Ja, ja. Ich sage jetzt aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier in dieser Affenkälte, dich überhaupt raus aus deinem Haus zu begeben. Sonne pur und du kannst dich hinlegen und sagen, oh, und wir verlosen eine Goethe-Pflanze. Schreiben Sie uns ein nettes Kommentar und das Video mit den meisten Likes kriegt eine Goethe-Pflanze von uns, die er sich dann hier auch abholen. Oder nur Augen auf am Straßenrand. Augen auf am Straßenrand, wenn Sie hier sind. Wirklich, also sind sehr auffällig. Ja, und wenn Sie, wenn es Schlechtwetter ist und Sie daheim sitzen und nicht wissen, was Sie mit der Zeit anstellen sollen, dann lesen Sie mal wieder Zeitung. Da empfehle ich Ihnen natürlich erstmal den Ibiza Kurier. Rund um Ibiza und Formentera mit vielen interessanten und bizarren und unterhaltsamen und sehr vielen informativen Geschichten auch. Und unterm Video finden Sie in unserer Beschreibungsbox auch alle Links. Da können Sie auch 3 Ausgaben gratis downloaden, erstmal zum Reinlesen. Und ich sage erstmal vielen Dank nochmal, liebe Christa. Gerne, gerne. Vielen Dank, dass Sie bis hier dabei geblieben sind. Und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, hasta luego. Jo, und bye, wir freuen uns aufs Papier, ich auf jeden Fall. Und ich sammle sie. Und wenn es dann wieder Winter wird, dann wird es auf dem Kamin verbrannt. Richtig, dafür kriegst du jetzt mal die da. Bitte schön. Dankeschön. Eine für den Kamin. Super. Vielen Dank. Toll. Ja.